Hals. Rummenigge und Fischer stehen. Rummenigge, Tor. Jawohl, wundervoll gemacht, wie aus dem Lehrbuch. Sehr schön, keine Abseitsstellung. Oh, da hat der Fischer nicht aufgepasst. Hat er sich erst noch mal um die eigene Achse gedreht, konnte er gar nicht glauben. Magath, Piperski, Rummenigge. Und wir haben den vierten Eckball notiert. Den vierten Eckball von rechts. Lipaski. Und Tor von Fischer. Das ist vielleicht das Powerplay. Die Albaner kommen ja kaum dazu, Luft zu holen überhaupt. Fischer wieder. Dann Karls. Möglichkeit zum Tor. Da ist es. Aber immerhin wieder eine Kombination, die Spaß macht, meine Damen und Herren. Dremmler und Rummenigge, wundervoll, das fünfte Tor und das dritte von Rummenigge. Piperski schießt und der Ball ist im Tor. Ja, ein bisschen Glück muss man auch haben. Elfmeter in der 67. Minute, herausgeholt, so muss man sagen, von Piperski. Schauen Sie mal. Er ist ja so, so schwer zu kontrollieren, aber es scheint wirklich mit vollem Recht dieser Elfmeter gegeben vom Schiedsrichter Gönestad. Er schießt Paul Breitner, der im Länderspiel mit seinen Elfmetern nicht immer Glück hatte. Paul Breitner, 67. und 7-0. Ganz, ganz ruhig und gelassen. Matthäus und Breitner. Fischer, das 8-0